So, heute machen wir mal die Klimaanlage. Ich habe schon die Klimaanlagenschläuche, den Klimakondensator und den Klimakompressor gewechselt. Jetzt hoffe ich, dass ich das selber befüllen kann. Soll angeblich für 40 Euro machbar sein. Ich habe den ganzen Kram mit diesem Adapter hier für den 40er gekriegt. Da ist jetzt quasi diese Anschlussgeschichte hier. Da werden wir jetzt dieses Teil draufschrauben. So, das haben wir jetzt gemacht. Das kleine Schräubchen da oben, dieses hier, sollte man vorher nicht reinschrauben, weil dann pufft nämlich das Klimaanlagengas so da raus. Die Klimaanlage ist bereits umgerüstet, ist ein W124 Firmat 300 E-Firmatik. Jetzt schrauben wir diesen Deckel hier ab. Guckt hier, zack, den packen wir dann mal dahin. Und jetzt schnupseln wir dieses Teil da drauf. Vorher sollte man natürlich das alte Gas absaugen lassen, wenn welches drauf ist. So, das ist da auch drauf. Das sieht jetzt alles fest aus. Jetzt sieht man an dem Manometer, ob genug Gas drauf kommt. Und ich hoffe mal, dass alles dicht ist, weil ich habe den ganzen Kram selber eingeschraubt. Könnt ihr gut sehen, und zwar an meinen anderen Videos. Jetzt drehe ich hier diesen Hahn auf, und zwar durchbreche ich damit quasi den Verschluss der Dose. Dadurch schießt das Gas leichter raus und vermutlich in meine Klimaanlage rein, wenn ich alles richtig mache. Irgendwie passiert jetzt noch gar nichts. Jetzt habe ich ein bisschen Widerstand. Jetzt werde ich mal gucken. Oh. Muss ich leider mit zwei Händen machen. So, jetzt fließt das Gas rein. Schön langsam. Soll angeblich im grünen Bereich bleiben. Mal gucken, ob wir jetzt gleich genug drin haben hier. Und dann sollte theoretisch die Klimaanlage befüllt sein. Also das Teil musste man ganz reindrehen, wie man es hier sieht gleich. So, jetzt würde ich es quasi wieder zumachen, um da quasi diesen Pfropfen zu durchstechen, der da oben drin ist. Und jetzt muss man es ganz, ganz aufdrehen wieder, damit quasi die Klimaanlage dementsprechend befüllt wird. Oh, da ist eine ganze Menge drin, wa? Mir sagte man, 1,5 Kilo passen bei mir rein. Ein Kilo hat diese Dose für knapp 40 Euro. Muss man echt lange gucken, weil so ein Schlauch kann schon 25 Euro kosten ohne Probleme. So, das haben wir jetzt drinne. Jetzt drehe ich diesen Schnupsi hier nochmal ganz auf. Da kommt immer noch ein bisschen der gelbe Zeiger, ist im gelben Bereich da. Das schnupsiert immer noch so ein bisschen. Guck mal. Der Schlauch ist wieder verwertbar. Falls man nochmal irgendwie was reparieren muss, dann ja, kann man dabei gehen. Also, mit der einen Flasche ausreichend Gas eingefüllt. Ich habe zwei Flaschen vorsorglich gekauft, kann ich wahrscheinlich eine wieder zurückschicken. Ich warte erstmal, ob der jetzt den Druck hält. Ich gehe mal davon aus, dass es den Druck hält, weil ich natürlich sorgsam gearbeitet habe. Also, ihr seht, ne, wir müssen jetzt nur noch diesen Pfropfen hier wieder rausmachen. Klimaanlagen befüllen für 40 Euro. Heutzutage in der Werkstatt 150, 200 Euro mit Arbeitslohn ist schnell weg. Also, was soll ich sagen, ne? Guckt euch meine anderen Videos an. Klickt's ein Abo, ist immer gern gesehen. Adios, ciao, ciao, goodbye.